Wissenschaftler haben den Schöpfer entdeckt, der das Universum erschaffen hat. Ein neues wissenschaftliches Experiment hat bewiesen, dass die Schöpfung des Universums tatsächlich auf diese Weise erfolgte. Könnten also alte Mythen und früheste Religionen näher an der Wahrheit sein als unser modernes Weltbild? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. One Love, Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein Video rein, mal wieder von Riddle.de. Das Video heißt, Wissenschaftler haben den Schöpfer entdeckt, der das Universum erschaffen hat. All praise to the Most High und ja, Daumen nach oben da lassen, ein Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren und der Peter geht los. Skrrr. Die alten Römer glaubten, dass unser Universum aus dem Chaos geboren wurde. Das frühe Christentum und das Judentum. Was stand da? Eine rohe, ungeordnete Masse, nichts als trüges Gewicht und auf ein träges Gewicht und auf einen Haufen zusammengeworfene, im Widerstreit befindliche Samen von Dingen ohne rechten Zusammenhang. Die Metamorphose, 43 vor Christus. Ah, das war Ovid von den Römern, ne? Ist eine Sache, wo ich ganz klar sage, so, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, es funktioniert alles so perfekt. Es ist alles so krass aufeinander abgestimmt, wenn du allein den menschlichen Körper und wie er funktioniert betrachtest, dass das für mich kein Zufall sein kann. Persönlich jetzt. Das frühe Christentum und das Judentum glaubten, dass die Welt mit Hilfe eines allmächtigen Gottes aus dem Chaos entstand. Ein neues wissenschaftliches Experiment hat bewiesen, dass die Schöpfung des Universums tatsächlich auf diese Weise erfolgte. Könnten also alte Mythen und früheste Religionen näher an der Wahrheit sein als unser modernes Weltbild? Im Allgemeinen lautet die Antwort ja, aber sie haben sich in den Details geirrt. Forscher haben herausgefunden, dass das Chaos, das vor der Erschaffung unseres Universums herrschte, aus vielen Quantenpartikeln besteht, die sich in einer Überlagerung befinden. Und der allmächtige Gott, der dieses Chaos zu unserer Realität geformt hat, war ein schwarzes Loch. Wie wurde unsere Welt also erschaffen? Können wir an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig existieren? Und was ist, wenn sogar eine so grundlegende Sache wie die Zeit sich als unbeständig und unberechenbar erweist. Oh shit. Auf den ersten Blick haben die Regeln der Quantenwelt nichts mit unserem Alltag zu tun, indem du vor ein paar Sekunden noch damit beschäftigt warst, etwas zum Anschauen zu finden, während du deine Nuggets gegessen hast. Hier musst du nicht befürchten, dass sich das knusprige Hähnchen auf dem Teller in die Katze deines Nachbarn oder in radioaktives Uran verwandelt, wenn du dich von ihm abwendest. Quantenpartikel hingegen verhalten sich wie Wellen, eine Reihe von Wahrscheinlichkeiten, bis Nuggets it out, man, Alter. All vegan, meine lieben Freunde, ja? Ankunft eines Beobachters. Und erst danach wird das Teilchen zu etwas Bestimmtem, das gemessen werden kann. Aber in unserer Welt. Ja. Doppelspaltexperiment. Das ist eine Sache, die mich auch sehr, sehr krass fasziniert hat, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass wir quasi, dass der Beobachter quasi einen Einfluss darauf hat, was für eine Eigenschaft das Teilchen annimmt, so, weißt du? Und wenn kein Beobachter da ist, dass das Teilchen dann quasi andere Eigenschaften bzw. gar keine Eigenschaften hat, so. Und das macht alles noch faszinierender, weil wir sehen ja nur die Dinge, also wir sind ja immer Beobachter. Also alles reagiert ja quasi auf unsere Beobachtung. Was ist, wenn keiner da ist? Wie verhält sich die Natur dann? Es gibt Leute, guck mal, das ist ja, es gibt Leute, die auch sagen, wir leben in einer Art Simulation. Das habe ich mir mal reingezogen. Das ist wie zum Beispiel bei einem Videospiel. Wenn du ein krasses Videospiel mit heftiger Grafik spielst, dann werden immer nur die Bereiche und die Karten geladen, wo du gerade bist. Alles andere ist dann aus, weil sonst würde dein Computer das gar nicht bewältigen können, diese ganze Grafiken zu laden, so. Also die ganze Karte immer am Start wäre, so. Sondern immer nur die Bereiche, wo du bist und wo du hinguckst, sind aktiv. Und manche Leute sagen, Digga, das ist bei uns auch so. Das heißt, wenn kein Mensch irgendwo ist, dann ist die Realität anders als die Realität, wenn ein Mensch da ist. Die Realität unabhängig davon, ob Aluhut drin, man, Alter, schön die Aluhüte auspacken, festschnüren und los. Wenn man sie beobachtet oder nicht. Oder irre ich mich? Tatsächlich ist die Quantenwelt nicht nur ein imaginäres Modell, das Physiker für ihre Experimente verwenden, sondern unsere Realität.
Das gesamte Universum besteht aus winzigen Quantenpartikeln. Es sieht so aus, als hätte es sie früher als eine Reihe von Wellen in einer Überlagerung gegeben, bevor es einen Beobachter gab und unsere Realität ihre heutige Form annahm. Aber wer ist dieser Beobachter? Who's that? Eine Gruppe von Wissenschaftlern der University of Chicago und der Princeton University versuchte, das herauszufinden. Zu dem Team gehörten Robert Walk, Gautam Satyachandran und Diane Danielson, die sich fragten, was passiert, wenn sich ein vermeintlicher Beobachter hinter dem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs befindet. Das Problem ist, dass alles, was in diesen Bereich eindringt, nie wieder zurückkommen kann. Auch Informationen. Folglich können Informationen... Wer von euch glaubt, dass es irgendwann möglich ist, dass Wissenschaftler rausfinden, was die Realität ist, beziehungsweise alles irgendwann erklären können, wie alles funktioniert, wie alles entstanden ist und wie ja die Schöpfung funktioniert hat, wie die Erde entstanden ist, wie warum das so ist, dass der Beobachter Teilchen beeinflusst und die Realität verändert, so. Wie, ich glaube, die werden das ihr Leben lang versuchen bis zum Ende, aber ich glaube nie, dass die wirklich an die Wahrheit rankommen. Sage ich ehrlich. Von einem Quantenteilchen zu einem Beobachter. Ich glaube halt, ich gehe so weit, dass ich sage, dass man mit unserem menschlichen Denken und mit unserer Intelligenz und mit diesen Sachen, die wir, unser Gehirn und so, versuchen das zu erklären und zu verstehen, dass das so gar nicht möglich ist. So. Du kannst es nur auf einer höheren Ebene verstehen. Und dazu musst du auf diese höhere Ebene kommen. Und in dieser höheren Ebene ist auch die Realität nicht mehr die Realität, so weißt du? Da könnte man jetzt tief reingehen. Ich habe da einige Sachen so, die man da als Beispiel anbringen könnte. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das mit diesem Denken und mit der Wissenschaft und mit diesem, dass du kannst das nicht, ich glaube, man kann das nicht normal verstehen. Da im Inneren eines schwarzen Lochs reisen, aber nicht umgekehrt. Oder irre ich mich? An diesem Punkt half den Wissenschaftlern das Informationsparadoxon des schwarzen Lochs. Der Punkt ist, dass diese Weltraumriesen allmählich verdampfen. Sie stoßen einen Strom von Elementarteilchen aus, der als Hawking-Strahlung bekannt ist, und sie schrumpfen Steven. Langsam und verschwinden. Wenn Informationen dem Ereignishorizont nicht entkommen können und das schwarze Loch allmählich verdampft, bedeutet das, dass auch die darin enthaltenen Informationen verschwinden. Das Problem ist, dass sie nicht ins Nichts verschwinden oder aus dem Nichts kommen können. Sonst widerspricht das den Grundprinzipien der Quantenmechanik. Gibt es überhaupt das Nichts? Gibt's nichts? Wer von euch glaubt, dass es nichts gibt? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Gibt es nichts? Nichts ist ja nichts. Eins in den Chat, wenn ihr glaubt, dass es das Nichts gibt. Zwei, wenn ihr sagt, es gibt nicht nichts. Bro, ich liebe das voll hart aktuell, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Mit dem Nichts, mit Gott, mit der Schöpfung, mit der Erde, mit dem Universum. Wie Dinge kreiert werden und so. Feier ich. 2016 fand ein wissenschaftliches Team unter der Leitung von Stephen Hawking heraus, was dort tatsächlich passiert ist. Wenn ein Teilchen in ein schwarzes Loch fällt, verschwindet die Information über das Teilchen nicht hinter dem Ereignishorizont. Die Informationen bleiben als sehr schwache Strahlung um das schwarze Loch herum bestehen. Die Forscher nannten diesen informationsreichen Halo weiches Haar. In 2023 nahmen die Forscher Walt, Satyachandran und Danielson, die eben erwähnt wurden, an, dass dieses Haar als Beobachter in Bezug auf Teilchen jenseits des Ereignishorizonts fungiert. Sie glauben, dass ein Teilchen nicht nur dann eine Informationsspur hinterlässt, wenn es den Ereignishorizont durchquert. Das weiche Haar zeichnet auch seine weitere Bewegung in die Tiefen des schwarzen Lochs auf. Deshalb werden unter dem Einfluss dieser Strahlung alle Überlagerungen außerhalb des Ereignishorizonts von der Zweideutigkeit der Quantenwelt in unsere Realität übergehen. Es scheint, dass das schwarze Loch genau dieser allmächtige Gott ist, der die Quantenteilchen im Universum dazu zwingt, eine bestimmte physikalische Form anzunehmen. Aber wenn das so ist, würde unser Universum dann nicht wie eine Ansammlung von Inseln um schwarze Löcher aussehen, die sich in einem endlosen Raum von Quantenteilchen in einer Überlagerung verlieren? Nein, das ist wieder einfach nur ein Versuch, das zu erklären, so, weißt du, wie ich meine? Aber es geht definitiv über so ein schwarzes Loch hinaus, so. Ein schwarzes Loch ist nicht Gott. Gott ist alles, erstens. Weißt du, was ich meine? Und... das ist wieder nur ein Versuch von Wissenschaftlern zu erklären, was Gott ist oder was, wie das Universum entsteht. Aber ich fühle auf jeden Fall, dass Gott nicht ein schwarzes Loch ist. So.
Sagen wir es mal so. Nicht, denn das Konzept der Entfernung ist nur unserer Realität eigen und hat nichts mit der Quantenwelt zu tun. Ein Beobachter und ein Teilchen können auf jede Entfernung sofort Informationen austauschen. Experimente haben diese Tatsache wiederholt bestätigt. Zum Beispiel 2017. Der chinesische Satellit Mikius übertrug da verschränkte Photonen aus dem Orbit an drei Bodenstationen, die nicht weniger als 1200 Kilometer entfernt waren. Wenn Experten an einer Station als Beobachter fungierten und eines der Photonen maßen, verloren auch die Teilchen an anderen Orten ihre Quanteneigenschaften. Übrigens ist dieser Abstand bei auch nicht zeitlich versetzt, oder? Sofort. Nicht die Grenze. Jede Ecke des Universums kann genauso gut mit dem Haar eines der schwarzen Löcher verbunden sein, die unsere Realität prägen. Allerdings gibt es ein dringendes Problem. Wie ich dir bereits gesagt habe, verdampfen schwarze Löcher allmählich. Das ist ein sehr langsamer Prozess. Ein supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum unserer Galaxie, der Sagittarius A-Stern zum Beispiel, wird erst in einem Gogol von Jahren vollständig verschwinden. In einem Gogol von Jahren, jetzt sind wir da, Freunde, Alter. 10 hoch 100 Jahre, puff. Zumindest glauben das die Wissenschaftler. Aber in Wahrheit haben uns diese mysteriösen Weltraumobjekte in letzter Zeit eine Menge Überraschungen beschert. Allein 22 haben Astronomen das erste wandernde schwarze Loch der Geschichte gefunden, das durch die Milchstraße reist. Sie wurden auch Zeuge einer unerwarteten magnetischen Drehung, die eines dieser Weltraumriesen vollzog. Wer weiß? Vielleicht stellen die Wissenschaftler in naher Zukunft fest, dass diese Objekte viel schneller verdampfen, als wir erwartet haben. Und was passiert, wenn... Deus sagt gerade, also ich finde das so schwierig in der heutigen Zeit, irgendwas zu glauben, was die da zusammenschwurbeln. Ich meine, man wird überall belogen. Warum sollte ausgerechnet das alles stimmen? Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht, Bro. Das kannst du nicht beweisen. Die Wissenschaftler könnten uns auch einfach irgendwas präsentieren, so. Es könnte auch sein, dass es gar keine schwarzen Löcher gibt. Es könnte auch sein, dass alles anders, also weißt du, wie ich meine? Es könnte wirklich möglich sein und ich würde das denen auch zutrauen. So, deswegen, man kann sich das angucken, anhören und dann reinfühlen, so. Weißt du, wie ich meine? Ich bin auch mittlerweile so weit, dass ich nicht jetzt einfach irgendwas glaube, weißt du? Was jetzt irgendein Wissenschaftler sagt oder was der aktuelle Wissensstand ist, weil Wissenschaft nun mal auch so darauf basiert, dass irgendeiner eine Theorie aufstellt und sagt, es ist so, bis irgendeiner kommt und das widerlegt. Weißt du? Ich glaube, der beste Weg zu fühlen, was richtig ist und was Wahrheit ist, sage ich mal, ist, den Weg in sich selbst zu gehen. Weil ich bin davon überzeugt, dass wir alle Göttliches in uns tragen. Jedes Tier, jeder Mensch, die ganze Natur, jedes Lebewesen, alles, was irgendwie lebt auf eine Art und Weise, hat Gott und die Wahrheit in sich. Und du musst das finden und dann hast du alle Informationen. Dann brauchst du kein Video, kein Buch, kein nichts von außen, keine Drogen oder was auch immer so, um zu realisieren, was die Wahrheit ist, sondern du bist es dann, du spürst es dann, es ist dann da einfach, weißt du? So. Diese Löcher verschwinden und unser Universum ohne Beobachter dasteht. Wenn die Verbindung zwischen einem Beobachter und einem Teilchen zerstört wird, kehrt das Quantenobjekt in einen Überlagerungszustand zurück. In diesem Fall hört das Universum zusammen mit den Menschen einfach auf zu existieren, sobald das schwarze Loch verschwindet. Oder auch nicht. Tatsächlich kann ein Quantenteilchen zum Beispiel von einem anderen Teilchen beobachtet werden. Die Frage ist, welche physikalische Form würde die Welt um uns herum annehmen, wenn zufällige Teilchen... Nichtsdestotrotz finde ich halt Wissenschaft in dem... Also Wissenschaft ist jetzt nichts Schlechtes meiner Meinung nach so, weißt du? Zum Beispiel diese Feststellung, dass der Beobachter einen Effekt auf Teilchen zum Beispiel hat, so, das ist eine Sache. Für mich ist die Wissenschaft, kann dich dem Göttlichen näher bringen, meiner Meinung nach. Durch diese Experimente verstehst du einfach, okay, krass, es gibt Dinge, die wir nicht erklären können, so, weißt du? Deswegen finde ich Wissenschaft zu einem gewissen Maße halt auch sehr hilfreich, um gewisse Dinge und Mechanismen zu verstehen, um dann auf den Ursprung zurückzukommen, mäßig, weißt du? Als ihre Beobachter fungieren würden. Es stellt sich heraus, dass unsere Welt im Chaos versinkt, wenn dieses Szenario wahr wird. Obwohl es Wissenschaftler gibt, die glauben, dass es nicht passieren wird. Nicht nur, dass sich der Physiker Roger Penrose von der Universität Oxford sicher ist, dass wir überhaupt keine Beobachter brauchen. Im späten 20. Jahrhundert kam er zu einer ähnlichen Schlussfolgerung wie Lajos Diósy, ein Forscher von einer ungarischen Universität. Sie beide kamen zu dem Schluss, dass Quantenteilchen ihre Form durch die Schwerkraft erhalten.
Einfach ausgedrückt, wenn sich ein Quantenobjekt in einer Überlagerung befindet, kommunizieren alle möglichen Zustände mithilfe der Schwerkraft miteinander. Daher beginnt das Teilchen, sich selbst zu beobachten und nimmt eine der möglichen Formen an. Mindfuck sein Vater, Bro. Zahir, ich küsse dein Herz. Danke für deinen Support. Liebe geht raus. Tommy sagt gerade, sagt das Wort ja schon. Wissenschaft ist was Wissenschaft. Ja, safe. Und es ist auch gut so. Also, wenn die jetzt aus dem Nichts einfach irgendwas erschaffen, okay, so wie die NASA zum Beispiel, dann ist es eher negativ, aber Dinge aus der Natur zu beobachten und die versuchen zu erklären und wirklich wissenschaftlich dabei vorzugehen und eine Theorie aufzustellen, ist ja erstmal nichts Schlimmes so, weißt du? Solange das nicht immer so hingestellt wird, als ob das endgültig ist und ob das jetzt, dass das jetzt die Wahrheit ist, so habe ich kein Problem damit, weißt du? Und finde ich auch gut, dann kann ein anderer Wissenschaftler kommen, seine eigene Recherche machen, seine eigenen Theorien aufstellen und das eventuell widerlegen oder nicht, weißt du? Aber diesen Wahrheitsanspruch, den die Wissenschaft teilweise annimmt, so die feiere ich halt nicht, weil wir schon oft gesehen haben, dass die Wissenschaft schon öfter auch mal falsch lag. Und ich glaube, es gibt noch ganz viele Themen, die wir als wissenschaftlich anerkannt heute noch sehen, aber in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten dann widerlegt werden, so mäßig. Diese Theorie widerspricht allerdings den Ergebnissen wissenschaftlicher Experimente. Die Quantenüberlagerung im Labor aufrechtzuerhalten ist nämlich keine leichte Aufgabe. Damit ein Teilchen in diesem Zustand bleibt, muss es vollständig von den Auswirkungen der Umgebung isoliert werden. Oscar Painter, Professor für angewandte Physik am California Institute of Technology, scherzt: Man hat halt gemerkt, wie die Wissenschaft so einen heftigen Einfluss auf Menschen haben kann, dass die dann das Thema unterwandert haben. Heutzutage gibt es meiner Meinung nach, wenn es noch richtige Wissenschaftler gibt, die wirklich wissenschaftlich arbeiten, so, dann sind die alles, aber nicht im Mainstream. Und deren Erkenntnisse und Dinge werden wahrscheinlich auch nicht geteilt, weil die halt irgendwann gemerkt haben, wie wichtig die Wissenschaft ist, um Menschen und deren Gedanken zu beeinflussen. Und das Ding dann einfach genutzt haben, so, weißt du? Es hat schon ganz früh angefangen. Früher gab es noch wirkliche Wissenschaftler, glaube ich, die wirklich versucht haben, die Natur zu studieren und zu verstehen. Und irgendwann wurden die halt dann auch gefährlich, so, weißt du? Früher wurden Wissenschaftler auch einfach ermordet und so, weil die gesagt haben zum Beispiel, dass die Erde rund ist. So. Deswegen, ja. Das wollte ich gerade sagen. Dass es besser ist, sich das Experiment über den Test der Superposition nicht anzuschauen. Aber in der Regel gelingt es den Physikern, die richtigen Bedingungen für das Teilchen zu schaffen. Wenn du es zum Beispiel in ein Vakuum wirfst, hilft das, den Einfluss von Gasmolekülen zu vermeiden. Aber auch ein Vakuum kann die Auswirkungen der Schwerkraft nicht aufheben. Penrose und Diossi glauben, dass in diesem Fall eine Überlagerung nicht möglich wäre und die Gravitationskraft das Teilchen in unsere Realität kollabieren lassen würde. Aber das passiert nicht. Zumindest nicht sofort. Das bedeutet, dass wir doch einen Beobachter brauchen und dass die Abwesenheit von schwarzen Löchern das gesamte Universum, wie wir es kennen, beeinflussen wird. Oder nicht? In ihrer Untersuchung erwähnten Walt, Satyachandran und Danielson einen weiteren potenziellen Kandidaten, der die Rolle des Beobachters übernehmen könnte. Es stellt sich heraus, dass die Welt vielleicht sich selbst überwacht. Oder genauer gesagt, sein Rand. Der Punkt ist, dass Quantenteilchen von absolut jedem Horizont beeinflusst werden können, der Informationen nur in eine Richtung laufen lässt. Das gilt zum Beispiel für den Ereignishorizont eines schwarzen Lochs, dem man nicht entkommen kann. Oder der Rindler-Horizont. Stell dir vor, du bewegst dich mit konstanter Beschleunigung durch den Raum. Irgendwann wirst du so schnell, dass selbst ein Photon, das mit Lichtgeschwindigkeit reist, dich nicht mehr einholen kann. In diesem Moment erscheint eine imaginäre Grenze hinter dir. Nichts auf der Welt kann diese Grenze überschreiten, weil sich nichts schneller als das Licht bewegen kann. Jetzt bist du zur Einsamkeit verdammt und die Linie, die sich vom Universum trennt, wird Rindler-Horizont genannt. Oh shit, das ist crazy. Das ist so Schallmauer, Lichtmauer durchbrochen oder was, Bruder? Das ist ja heftig. Nichts kann schneller sein als das Licht. Macht Sinn irgendwie, ne? Vielleicht Gott. Oder die Aliens, die ich gesehen habe hier auf dem Dach. Trotzdem ist die wichtigste Grenze im Weltraum der kosmische Horizont oder der Rand des beobachtbaren Universums. Der Rand des beobachtbaren Universums. Also wir sind jetzt ganz tief drin, ne, Freunde? Nicht verrückt werden, immer schön cool bleiben, tief durchatmen und los. Über 45 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Die Zeit, die ein Photon braucht, um die Strecke von unserem Planeten bis zum Rand des Universums zurückzulegen, entspricht dem Alter des Universums selbst. Daher wäre...
Digga, das ist halt so theoretisch, also es ist theoretische Physik quasi so mäßig, ne? Dem Rand des Universums ist ja auch nur eine Theorie, Bro. Es ist ja alles nicht wirklich bewiesen, weil wir können nicht an den Rand des Universums gehen. Wir wissen nicht mal, ob es einen Rand des Universums gibt. Wir wissen auch meiner Meinung nach nicht, wie groß das Universum ist oder wie lange das Universum schon existiert. Oder ob das überhaupt ein Universum ist, Digga. Also ich sag ehrlich, deswegen sind Physiker auch immer ein bisschen crazy. So weißt du, was ich meine? Weil die beschäftigen sich halt genau mit diesen Sachen und dann gehst du halt an die Grenzen des menschlichen Verständnisses. Und ich finde das sehr, 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 sehr spannend. Aber es ist halt mäßig alles nur theoretisch so. Uns Informationen, die jenseits des Randes versteckt sind. Deus sagt, nicht Deus, Dings hier. Yasuke sagt, wir leben in einer Zelle. Wie Zellen in uns leben. Oh shit, du bist davon überzeugt, dass wir in etwas leben quasi. Die erreichen. Das ist wie ein... Was ist denn eure Meinung so? Ach komm, das ist zu deep. In nach außen gekehrtes schwarzes Loch. Und auch wenn die Wissenschaftler nicht ganz verstehen, wie das funktioniert, können wir aufatmen. Denn selbst wenn alle schwarzen Löcher verschwinden, wird unser Universum nicht in eine Überlagerung von unendlichen Quantenwellen zerfallen. Es wird immer etwas geben, das uns Wir selbst sind das Universum. Jetzt komm, Digga, jetzt komm. Kurbelt mal die Schwurbeldings an hier. Die Schwurbelkurbel. Und haut mal raus, Digga. Habt keine Angst. Hier darf man reden. Hier darf man seine eigene Meinung haben, so. Und alles ist gut, Digga. Ihr werdet hier nicht gecancelt. Kann. Das setzt natürlich voraus, dass wir uns nicht von Anfang an geirrt haben. Ehrlich gesagt wissen die Physiker noch nicht, welcher Mechanismus bewirkt, dass Quantenteilchen kollabieren. Oder ihre wirkliche Form annehmen. Ein Quantenteilchen in einer Überlagerung ist ein ganzes Bündel von Wahrscheinlichkeiten. Wenn ein Beobachter auftaucht, kann absolut jeder von ihnen den Ton angeben. Wie genau diese Teilchen unsere Realität formen, ist seit rund einem Jahrhundert Gegenstand von Kontroversen unter Wissenschaftlern. Erwin Schrödinger schlug eine mathematische Gleichung vor, um das zukünftige Verhalten eines Quantenteilchens vorherzusagen. Klingt ziemlich logisch, aber es funktionierte nicht. In der Praxis stellt sich heraus, dass die Gleichung die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Teilchen in, sagen wir mal, den Mars verwandelt, mit der Wahrscheinlichkeit vergleicht, dass es zur Erde wird. Was laut? Bro. Aber was genau es sein wird, kann überhaupt nicht vorhergesagt werden. Hier fliegt mir gleich der Aluhut vom Kopf. Ja, Bro, das ist... Aber das ist nicht mal richtig Aluhut-Talk eigentlich hier. Das Video auch nicht so wirklich. Basiert ja sehr krass auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, so weißt du? Ja. Mann, Aluhu-Talk ist eh so eine Sache. Verschwörungstheorie, bla bla bla. Also wie gesagt, Wissenschaft basiert auf Theorien aufstellen. So. Du musst Theorien aufstellen, um an die Realität ranzukommen. Und ich glaube halt, dass du die wirkliche Wahrheit nicht denken kannst. Nur fühlen kannst. Oder sein kannst. Um diese Zufälligkeit zu beschreiben, hat Albert Einstein die Metapher vom würfelnden Gott erfunden. Im Jahr 86 brachte ein Team von italienischen Physikern, darunter Girardi, Rimini und Weber, noch mehr Chaos in die Mathematik der Quantenmechanik. Sie schlugen vor, dass sich Teilchen spontan und ohne Beteiligung eines Beobachters verwandeln. Wie schnell sie in reale Dinge kollabieren, hängt von der Größe des Systems ab. Aber wie will ein Wissenschaftler denn sagen, dass ein Teilchen auch ohne Beobachter sich transformiert oder verändert, ohne es zu beobachten? Weißt du, was ich meine? Wie? Mit anderen Worten, wenn wir ein einzelnes Atom in einer Überlagerung nehmen, das in einem Vakuum mitten im Kosmos... Armando sagt gerade, danke, ohne Witz, Leute, hier gehen keine Gehirnzellen kaputt. Im Gegenteil, ne? Man wird hier angeregt, drin geregt, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Mal ein paar Gehirnzellen, neue Bahnen im Gehirn aufzubauen und neu zu denken. Quer zu denken. Ihr werdet hier nicht, wie sagt man, degeneriert. Irgendwo gefangen ist, kann es für eine sehr lange Zeit in diesem Zustand bleiben. Wenn wir zum Beispiel die Atome der Saturnringe nehmen, wechseln sie augenblicklich von der Quantenwelt in unsere Realität und bilden, nun ja, die Saturnringe.
Und trotzdem stimmte etwas nicht. Ein bisschen später verfeinerte der Physiker Philip Purley diese Theorie. Er ging davon aus, dass der Kollaps kein plötzlicher Sprung aus der Quantenwelt in die Realität ist, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Ein Teilchen wird also nicht nur einmal zu einem bestimmten Objekt, sondern kollabiert ununterbrochen und verändert sich in Echtzeit. Das könnte erklären, warum jeder Versuch, dieses Teilchen in einer Überlagerung zu messen, einem Beobachter ein anderes Ergebnis liefert. Dieses Modell wurde in den 1990ern weiterentwickelt, obwohl der Rahmen in Wahrheit schon vor langer Zeit im 15. Jahrhundert entstand. Die Lehren der Rosenkreuzer vertraten eine ähnliche Vorstellung davon, wie unsere Realität funktioniert. Die Mitglieder dieses Geheimbundes waren der Meinung, dass die Welt im Gegensatz zu dem, was uns die Bibel lehrt, unmöglich in 6 Tagen erschaffen worden sein kann. Stattdessen glaubten die Rosenkreuzer, dass die Schöpfung ein nie endender Prozess ist und nicht nur ein einzelnes Ereignis in der fernen Vergangenheit. Ihrer Meinung nach ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen und geht buchstäblich jede Sekunde weiter. Gleichzeitig erklärt. All interessant, Digga, sag ich dir so, wie es ist. Weder die Lehren der Rosenkreuzer noch das Modell der kontinuierlichen, spontanen Lokalisierung, wie sich unsere Realität bildet und warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Was aber, wenn Quantenpartikel überhaupt nicht kollabieren und immer in einer Überlagerung bleiben? 1957 behauptete der... Boah, Digga. Die Rosenkreuzer erinnern, Alter. Einer sagt, Tommy sagt gerade, naja, ist ja nichts Neues mehr. Wer hat nicht schon von Quantenphysik wenigstens gehört? Ach, Bruder, wunder dich da mal nicht so. Also, ich denke, es gibt ganz viele Leute, die sich nicht wirklich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Vielleicht mal gehört am Rande. Ja, aber wenn du ein Typ bist, der jeden Tag abends in der Shisha-Bar abhängt und irgendwelche Ollen anspricht, zum Beispiel, so wie ich das früher auch gerne gemacht habe, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, da kommst du jetzt nicht auf die Idee, dich mal deep mit dem Thema Quantenphysik oder wie das Universum entstanden ist, auseinandersetzt. So. Die meisten normalen Leute, die ich kenne, stellen sich diese Fragen in ihrem Leben nie. Die meisten, glaube ich, sterben auch, bevor sie mal über solche Sachen überhaupt nachgedacht haben, so, um ehrlich zu sein. Physiker Hugh Everett, dass dieser Kollaps nur eine Illusion ist. Wenn ein Beobachter mit einer Quantenwelle interagiert, spaltet sich das Universum in mehrere Zweige auf und in jeder dieser Welten wird das Messergebnis anders ausfallen. Einfach ausgedrückt dachte Everett, dass es eine unendliche Anzahl von Parallelwelten gibt, in denen ein Quantenteilchen eine der möglichen Formen der Realität annimmt. Wenn dieser Wissenschaftler recht hat, leben du und ich in einem dieser Universen. Wie sehen dann alle anderen Welten aus? Und was könnte mit unserer Realität passieren, wenn der Beobachter, der sie erschaffen hat, versehentlich blinzelt? Wenn der einfach blinzelt, kurz auf entspannt, Bruder, was machen dann? So, was machen dann, Freunde? Tatsächlich ist die Menschheit bei der Erforschung eines Es sei denn, du sitzt mit einem theoretischen Physiker in der Shisha-Bar oder mit einem aus unserer Community oder mit mir selbst. Geht schon. Kann man schon so, es funktioniert schon. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass jeder, der in die Shisha-Bar geht, keine deepen Gespräche, das stimmt gar nicht so. Schon viele Leute auf Pfeife ganz gemütlich, die ein paar Theorien anschmeißen und ein bisschen über den Sinn des Lebens philosophieren. Aber es gibt, glaube ich, leider nicht mehr viele Leute, weil wir halt auch sehr viel Ablenkungsmöglichkeiten haben, uns mit irgendeinem anderen Shit auseinanderzusetzen, der ein bisschen leichtere Kost ist, wenn ich das so nennen darf an der Stelle so. Weißt du? Ich war zum Beispiel immer schon einer, egal wo ich war, selbst im Club habe ich teilweise einfach... irgendwelche deepen Talks angeschmissen, so. Ich kann eigentlich immer nur deep reden. Diese Menschen gibt's auf jeden Fall noch, aber es werden weniger. Hier nicht. Hier sind wir fast alle so. Universums noch nicht sehr weit gekommen. Wir wissen immer noch nicht, ob es flach oder asymmetrisch ist, wie groß es wirklich ist und wie die meisten seiner Elemente funktionieren. Aber so seltsam es auch klingen mag, Wissenschaftler glauben, dass es ziemlich einfach ist. Lass es mich erklären. Stell dir vor, du stehst gerade in einem Raum. Ist dir kalt oder warm? Wenn du die Temperatur misst und dann 2 beliebige Wasserstoff- und Heliumatome in diesem Raum austauschst, würdest du dich dann wärmer fühlen? Wahrscheinlich nicht, denn es wird die Umgebungstemperatur in keiner Weise beeinflussen. Selbst wenn du alle Luftmoleküle austauschst, wird sich nichts ändern. Außerdem ist die Entropie umso höher, je mehr Möglichkeiten der Anordnung vorhanden sind. Du solltest wissen, dass in unserem Universum die Entropie hoch ist. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in anderen Welten auftritt, auch hoch. Der Physiker Neil Turok von der University of Edinburgh und Latham Boyle vom Perimeter Institute for Theoretical Physics sind zu dem Schluss gekommen, dass unser Universum so...
Raum so aussieht, wie es aussieht, und zwar aus demselben Grund, warum die Luft den Raum gleichmäßig ausfüllt, anstatt in einer Ecke zu bleiben. Noch seltsamere Variationen im Design des Universums sind möglich, aber unwahrscheinlich. Und es klingt plausibel, denn es ist schwer vorstellbar, dass... Guck mal Tiere an, Digga, das ist... ...eine Welt gibt, in der ein Flügelschlag eines Schmetterlings eine Supernova-Explosion oder ein Massenaussterben auslösen kann. Wenn wir also 100 zufällige Welten erschaffen, sind etwa 98 von ihnen fast exakte Kopien der anderen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn der Beobachter, der für die Erschaffung unserer Welt verantwortlich ist, plötzlich blinzelt und eine andere Realität an die Stelle der unseren tritt, würden wir das nicht einmal bemerken. Zum Beispiel wird es auf der neuen Erde keine Moskitos geben. Oder der Saturn wird einen seiner Ringe verlieren. Schlimmstenfalls wird sich der Kontinent Australien nie bilden. Sollte die Lotterie aber wirklich scheitern, könnten wir das Pech haben, eine schreckliche Realität zu erleben. Digga, stell dir mal vor, das ist wirklich so. Überleg dir das mal. Und wir im Endeffekt merken das gar nicht, dass wir jeden Tag, wenn wir aufwachen, in einer anderen Welt leben. Das ist unvorstellbar, sag ich dir ehrlich. Ja. Die Wissenschaftler in Albträumen verfolgt. Wir könnten uns zum Beispiel in einem De-Sitter-Universum befinden, das vollständig aus dunkler Materie besteht. Bislang existiert dieses Universum nur in der Vorstellung der Forscher. Sie nutzen es für Gedankenexperimente. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es real ist, gering, aber nicht gleich null. Wie sieht also ein De-Sitter-Universum aus? Das Erste, was dir auffällt, wenn du an diesen Ort kommst, ist die totale Dunkelheit. Keine der uns bekannten Strukturen kann in einer Realität existieren, die nur aus dunkler Energie besteht. Also wird es keine Sterne, Nebel oder schwarze Löcher geben. Der einzige Prozess, der in diesem Universum möglich sein wird, ist die unendliche Expansion. Mandela-Effekt, ja, kenne ich. Haben wir uns auch schon mal reingezogen, bruv? Schon lange her, aber... Aber unsere Realität könnte sogar noch seltsamer aussehen, denn nicht nur die physikalischen Parameter könnten ungewöhnlich sein, auch die Konfiguration der Raumzeit könnte anders funktionieren. Vor mehr als einem Jahrhundert zeigte Einsteins allgemeine Relativitätstheorie... Relativitätstheorie, da könnten wir auch nochmal mies reingehen. ...dass Raum und Zeit untrennbar miteinander verbunden sind und gemeinsam das Netz der Realität weben. Und der... Ist krass. Extremen Bedingungen kann die Raumzeit gekrümmt werden und schwarze Löcher bilden. Über Jahrzehnte hinweg war dieser Prozess das Hauptaugenmerk der Forschung von Gary Gibbons und Stephen Hawking. Die Kosmologen kamen zu schockierenden Schlussfolgerungen. Weißt du noch, dass ich dir gesagt habe, dass es in der Quantenwelt keinen Raum gibt? Nun, das Gleiche gilt für die Idee der Zeit. Es gibt sogar eine spezielle Methode, die Wick-Rotation, die die Wissenschaftler... Okay, das ist schon jetzt hier mies tief drin so. Langsam komme ich raus, mein Jutster. Genannte. Egal, noch 3 Minuten. Haltet durch, meine lieben Freunde. Versucht so viel wie möglich zu verstehen. Imaginäre Zeit nutzen lässt. Wenn wir uns unsere reguläre Zeit als eine Linie vorstellen, die von der Vergangenheit in die Zukunft reicht, wird die imaginäre Zeit sie senkrecht kreuzen. Du wirst es nicht glauben, aber für Wissenschaftler ist diese imaginäre Zeit ein Mittel zur mathematischen Vereinfachung. Es mag absurd klingen, aber mit diesem Ansatz waren Gibbons und Hawking die ersten Physiker in der Geschichte, die die Temperatur und Entropie eines schwarzen Lochs berechneten und damit etablierte Annahmen über Raum und Zeit untergruben. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass die Raumzeit als solche keine einheitliche Einheit ist, sondern aus kleinen Teilchen besteht. In diesem Fall können sie in einigen parallelen Realitäten auch ihre Eigenschaften je nach Beobachter ändern. Stell dir vor, was passieren kann, wenn der Beobachter blinzelt. Boom! Und alles ist anders. Boom! Ihr kann plötzlich an mehreren Punkten im Raum gleichzeitig existieren. Eine exakte Kopie von dir sieht sich gerade dieses... Becker sagt gerade, dein Video neulich zur Zeit war sehr lehrreich. Danke, fand ich auch richtig geil. Video auf eins der stärksten Videos in der letzten Zeit, von dem ich auch sehr viel mitgenommen habe, so. Danke fürs Feedback. Fernen Planeten an, irgendwo in der Nähe von Betelgeuse, der vor langer Zeit als Supernova explodierte und zu einem gelben Zwerg wurde. Die schlechte Nachricht ist, dass ihr beide wahrscheinlich nicht bis zum Ende bei mir bleiben werdet, denn in dieser Realität besteht die Zeit aus Quantenpartikeln in einer Überlagerung. Ob sie vorwärts oder rückwärts läuft, hängt vom Beobachter ab. Aber keine Sorge, du wirst sowieso in 3, 2, 52, 1 Atome zerfallen. Es ist so chaotisch, weil die Materie, die an zwei Orten gleichzeitig existiert, extrem ist. Aber ich habe auch eine gute Nachricht. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du von einem schwarzen Loch aufgesaugt wirst. In dieser Welt...
nicht alles, was in ihrer Reichweite ist, sondern stoßen alles aus und strahlen Licht ab. Außerdem schrumpft das Universum jetzt, anstatt sich auszudehnen. Allerdings ist die Raumzeit hier so anormal, dass die Welt die Singularität nicht erreichen kann. Diese hoffnungslosen Versuche des Universums erinnern dich vielleicht an Wasserwellen, die von einem Kieselstein verursacht werden, nur umgekehrt. Zu unserem Glück ist der Rand des Universums ein zuverlässiger Beobachter, bei dem es unwahrscheinlich ist, dass er irgendwo verschwindet oder zu blinzeln beginnt. Das heißt, wir sind in sicheren Händen? Zumindest so lange, bis Wissenschaftler eine neue, unglaubliche Wahrheit über unsere Welt entdecken. Und doch muss ich noch eine Frage stellen. Bis Wissenschaftler eine neue... Wie ich bereits... Um unseren Kopf zu ficken. ...enthabe, erinnert mich der Rand des beobachtbaren Universums an einen Ereignishorizont. Es sieht aus, als würden wir in einem schwarzen Loch leben, das uns aus der Ferne beobachtet. Aber was ist, wenn es noch andere lustige Welten zu bespitzeln gibt? Was ist, wenn es ein unbekanntes Universum jenseits des kosmologischen Horizonts gibt? Wie kann es aussehen? Schau dir mein Video über das Boltzmann-Gehirn an, um zu erfahren, warum dieses Universum ein riesiges neuronales Netzwerk oder ein riesiges bewusstes Wesen sein könnte. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Vision von alternativen Universen. Ich küsse dein Herz, Bro. Das ist stressig. Der stresst mich manchmal ein bisschen. Aber egal, ey. Wir wollen uns nicht beklagen hier. Wir wollen uns eher bedanken für die coolen Informationen, die wir hier gelernt haben. Falls wir ein paar Sachen mitgenommen haben und so. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, Freunde. Be unique. Dabei ist alles. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.